Ich glaube, mein Zopf, der begleitet mich dann tatsächlich auch schon einige Jahre, an dem er mich auch eigentlich immer wieder erkennt. Egal, was ich mache, für mich die Hauptsache ist, dass mein Sport davon profitiert. Trotzdem habe ich es, glaube ich, ganz gut von zu Hause auch vorgelebt bekommen, dass es wichtig ist, was neben dem Sport zu machen. Von daher war es meiner Familie, aber auch mir sehr, sehr wichtig, dass ich irgendwo auch was in mir trage, was Sicherheit ausstrahlt. Und das ist für mich halt ja mein zweites Standbein, was ich mir zum einen über die Bundeswehr, aber auch über das Studium aufgebaut habe. Einfach auch mit dem Wissen, dass es für mich als Frau auch noch ein Leben nach der Karriere gibt. Ich hatte übers Internat und den OSP einen Laufbahnberater an meiner Seite. Von daher war das auch für mich super hilfreich, weil ich mich in dieser Ungewissheit verloren hätte, dass ich nicht weiß, welcher Studiengang für mich richtig ist, was ich wirklich machen möchte. Deshalb auch der Karriereguide beispielsweise, dass man ja, sich damit einfach frühzeitig auseinandersetzen kann, dass man auch so ein bisschen reflektiert, okay, was passt überhaupt zu mir? Ich habe die Grundausbildung direkt nach dem Abitur gemacht, weil ich dann wusste, okay, ich habe schon mal was, was mir niemand nehmen kann. Ich bezweifle, dass das Leben nach der Karriere so schön sein kann wie das aktuelle Sportlerleben. Aber ich glaube, wenn man früh genug damit anfängt und da auch rein investiert, dann kann es nahezu so schön werden. Gerade verläuft es nie. Dementsprechend gibt es auch viele Auf und Abs. Was es dann heißt, mal nicht für die Nationalmannschaft eingeladen zu werden. In der Liga dann auch mal 1, 2, 3, 4 Spieltage am Stück nicht zu performen. Und dann ja, beginnt das Gedankenkarussell natürlich. Und dann fragt man sich natürlich, wann der Moment ist, wann es Klick macht. Weil wenn man ja einfach da an sich arbeitet, aber Spieltag für Spieltag irgendwie nicht so wirklich was bei rumkommt, dann ist es, wie gesagt, einfach so die Frage danach, okay, wann? Wenn wir Sonntag das Spiel haben und ich einfach unzufrieden bin, dann möchte ich, dass Montag das nächste Spiel ist, um es besser zu machen. Aber du musst halt 7 Tage warten, bis du es besser machen kannst.